Bittere Enthüllung von Wolfgang Baro. Der GZSZ-Fiesling wäre bei einem Badeunfall auf Teneriffa fast ums Leben gekommen. Seit 20 Jahren ist Wolfgang Baro bei GZSZ dabei. Seine Serienfigur Jo Gerner ist dem Tod schon einige Male von der Schippe gesprungen. Auch der Schauspieler musste bereits eine Erfahrung, die fast tödlich ausging, machen. Wolfgang Baro kämpfte im Meer um sein Leben. In der neuesten Folge des GZSZ-Podcasts berichtet Wolfgang von einem Urlaub auf Teneriffa, den er niemals vergessen wird. Als sich Wolfgang im Meer abkühlen wollte, geriet er plötzlich in eine starke Strömung. Ich wurde immer weiter weggezogen und immer wieder wurde ich von Wellen unter Wasser gezogen, erzählt der 62-Jährige. Er versuchte alles, um wieder zurückzuschwimmen, doch keine Chance. Ich hatte aufgegeben und eigentlich gedacht, das war es jetzt. Doch Wolfgang hatte Glück. Wie durch ein Wunder tauchte plötzlich ein Surfer neben ihm auf, erkannte den Ernst der Lage und zog ihn auf sein Board. Gemeinsam paddelten sie zurück zum Strand. Ohne seinen Retter hätte Wolfgang wohl nicht überlebt.